Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger, und heute freue ich mich besonders, auch wenn ich dieses Video das zweite Mal drehe. Und zwar einfach aus dem Grund, ihr wisst, neben BOMO favorisiere ich noch Highland Park ganz toll, und es passiert nicht jeden Tag, dass ich für mich eine neue Highland Park-Abfüllung probieren darf. Heute ist aber wieder so ein Tag, und zwar probiere ich heute den Highland Park Ice. Das Sample habe ich von James Dean zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben vor einiger Zeit einen Sample-Tausch gemacht. Er hat sich für BOMO-Videos, für BOMO-Whiskys interessiert und hat mir dafür, ja, Abfüllungen geschickt, die er ganz interessant findet. Und so bin ich zu diesem Highland Park Ice gekommen. Was hat es mit Ice zu tun? Der Ice ist eine Dualität mit dem Fire. Das sind zwei Abfüllungen, die kamen 2016 raus nach der Valar Quadrologie und soll die Entstehung der Welt thematisieren, so wie sie in der nordischen Mythologie verankert ist. Ihr wisst, Highland Park hat ein hohes Interesse am nordischen Erbe, gerade auf den Orkney-Inseln, und daher spielen sie eben halt sehr massiv mit diesem Wikinger-Erbe. Bei den Ice hängt es damit zusammen, vor Urzeiten gab es Niflheim auf der einen Seite, Muspelheim auf der anderen. Muspelheim war die Welt des Feuers und der Hitze, Niflheim des Eises. In Niflheim gab es die Urquelle, dessen Wasser durchs Land geflossen ist und von Niflheim herabgestürzt ist. In Grunjagrab, das ist die große Leere. Das herabstürzende Wasser wurde durch die Wärme Muspelheims erwärmt, und aus diesem warmen Wasser ist der Urriese Ymir entstanden, den die Götter Wotan, Willi und Ve erschlagen haben und aus dessen Körper Midgard geformt wurde. Das so ganz kurz in Kürze hängt damit zusammen. Jetzt, der Ice ist abgefüllt mit 53,9 Volumenprozent, 17 Jahre alt und eine reine Ex-Bourbon-Lagerung. Ex-Bourbon-Lagerung bei Highland Park ist natürlich was Besonderes, weil Highland Park doch für seine Sherry fast gereiften Whiskys bekannt ist, aber wenn man so ein bisschen so überlegt, kommt man relativ schnell darauf, dass das bei Highland Park mit Ex-Bourbon-Fässern oder nur Ex-Bourbon-Fässern eigentlich eine gute Idee ist. Ne, vor einiger Zeit habe ich den Full Volume probieren dürfen. Ganz klasse Whisky. War ein 18-Jähriger auch aus einer reinen Bourbon-Fasslagerung. Denn die Dualität, die nach Ice und Fire kam, der Light und der Dark. Der Light war ein 17-Jähriger, ähnlich wie der Ice. Auch First Fill Bourbonfässern. War sehr teuer. Er hatte beide auch im Vergleich getrunken gehabt, sowohl den Light als auch den Full Volume. Und der Full Volume kam bei mir einen Ticken besser bei weg, obwohl beide Whiskys sehr ähnlich sind. Aber einfach der Full Volume kostet knapp die Hälfte von den The Light, bei fast gleichen Eckdaten. Und einer meiner, also der erste Highland Park aus einer reinen Ex-Bourbon-Fasslagerung, den ich probieren durfte, war der Dolphin, war eine Blindverkostung. Ja. Und eine Valar Quadrologie, der Fire war auch eine reine Ex-Bourbon-Fasslagerung, habe ich aber nicht getrunken, sondern nur den Dolphin und den Light und den Full Volume. Und natürlich Highland Park unabhängig abgefüllt. Zum Beispiel den Cask Orkney mit 18 Jahren, auch eine reine Ex-Bourbon-Fasslagerung. Toller Malt für relativ angenehmes Geld. Ja, nun habe ich ganz schön viel gequatscht. Aber wollte ich auch machen. Ist sonst nicht so meine Art, das wisst ihr. Aber ein 17-jähriger Highland Park, der braucht schon ein bisschen Zeit, um im Glas atmen zu können. Ja, nicht gefärbt, wie bei Highland Park üblich, und auch nicht kühl gefiltert. Die 53,9% sind keine Fassstärke, sonst hätte das wahrscheinlich Highland Park auf die Seite geschrieben. Hier im Glas ist es ein blasser Goldton. Und ja, die Verpackung vom Eis ist so eine, ja, aufklappbare Holzbox. Recht schick. Das Glas der Flasche ist so eine Analogie zum Eisberg, auch so ein bisschen bläulich gefärbt. Ja,
Allein die Verpackung, denke ich mal, muss man schon 50 Euro abziehen und dann hat man wahrscheinlich den Gegenwert des Whiskys. 2016 war dieser Whisky voll in alle Munde, war die Halbflasche schlechthin, wo gesagt wurde, Mensch, der zugreifen, der wird nicht lange durchhalten. Insgesamt wurden 30.000 Flaschen abgefüllt, 3.000 sind danach nach Deutschland gekommen, hatte einen Ausgabepreis gehabt von so um die 270, 280 Euro. Heute, Ende September 2020, gibt es diese Abfüllung, den Highland Park Ice, immer noch. Hab gerade im Internet geguckt, einfach mal Google Search eingegeben, hab gleich auf Anhieb zwei Shops gefunden, wo er für 220, 230 Euro zu haben ist. Scheinbar haben sich diese 3000 Flaschen in Deutschland doch nicht ganz so gut verkauft. Ich denke mal, das ist auch dem Preis geschuldet. Aber trotzdem freue ich mich drauf. Und jetzt kommen wir mal ans Nosing. Die 53,9 Volumenprozent, super eingebunden, nicht störend. Ich habe so eine leichte Frische in der Nase, das ist klar. So was leicht mentholisches, aber gleich dahinter kommt eine schöne Fruchtigkeit. Und da habe ich exotische Früchte, Pfirsich, Maracuja, eine leichte Orangennote, vielleicht auch ein bisschen Wassermelone. Leichter Rauch ist spürbar, typisch für Highland Park. Und das ist so ein würziger Rauch, hängt damit zusammen, dass das Torf auf den Orkney-Inseln sich anders zusammensetzt als zum Beispiel auf Isla, wo der Rauch sehr phenolisch ist, durch viel Seetank, was dann mit reinkommt, über die Zeit ins Torf. Und bei Highland Park sind es reine Kräutergräser. Und dadurch wirkt der würziger in der Nase. Apfel, Honig, eine leichte Vanille. Ja, wunderschöne Nase, typisch Bourbon, fast gereifter Whisky mit einer schönen Kräuternote und leichten Rauch. Jetzt hat sich die Nase an den Alkohol durchaus gewöhnt, aber wie gesagt, die 53,9 Volumenprozent super eingebunden. Ja, schön. Also von der Nase her macht er Spaß. 17 Jahre ist natürlich schon ein schönes Alter für einen Whisky, definitiv. Und ja, und der Rauch bringt einfach so eine Komplexität nochmal rein und diese Kräuternote, die normale, sagen wir mal, Space Cider, die aus dem Bourbonfass kommen, in der Form meiner Meinung nach nicht so haben. Ist schon was Besonderes. Kräftiges Mundgefühl, puttriges Gefühl im Mund, cremig, die Vanille deutlich im Mund präsenter als in der Nase, am Gaumen, ja, herrlich, also wunderschön, ja, Speichelfluss anregend, die 53,9 Volumenprozent super eingebunden, überhaupt nichts Störendes, keine Schärfe vom Alkohol, definitiv nicht, die Vanille sehr präsent, viel präsenter als in der Nase. Die von mir in der Nase gehabten Früchte, den Pfirsich, die Maracuja, die Orange, sehr präsent. Im Mund habe ich jetzt Banane, die ich in der Nase nicht hatte. Die Wassermelone hat sich so ein bisschen in eine Honigmelone umgewandelt, weil ein starker Honig-Eindruck am Gaumen da ist. Und wie gesagt, ein volles Mundgefühl. Die 53,9 Volumenprozent machen das richtig butterig, richtig cremig. Na, schöne Grüße an Chris von Whiskylerie, cremig. Ja. Ein zweiter Schluck verstärkt nochmal das Gefühl, was ich beim ersten hatte, aber noch gar nicht beschrieben hatte. Beim zweiten Schluck hat man durchaus auch den Eindruck von Eiche, Kakao, aber mehr in Richtung Milchschokolade. Ein bisschen am Abgang. Er hält sich lange im Mund,
sehr lange, immer noch präsent. Also mittellanger bis langer Abgang, würde ich so sagen. Oh. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ein hervorragender Whisky, wie ich finde. Ganz toll. Bin unheimlich froh, dass ich den probieren durfte. Auch gerade mit den 53,9 Volumenprozent. Ich muss das immer wieder betonen, weil die anderen Vertreter der Full Volume und The Light haben eben halt nicht diese hohe Alkoholstärke. Glaube ich zumindest nicht. Ne? Ich müsste nochmal selber meine Playlist gucken. Und wirklich, dadurch entsteht wirklich so ein massives Mundgefühl. Die Aromen werden so nach vorne gedrückt. Und vor allem halt auch lange sich haltend im Mundraum, dass es einfach wirklich ein Genuss ist, diesen Whisky zu trinken. Also ich bin schwer begeistert. Gebe aber zu, 220 Euro, 230 Euro, auch wenn es eine schicke Verpackung ist und das Auge ja bekanntlich immer mitkauft, wäre der Whisky mir nicht wert. Das ist eine Stange Geld für einen 17-jährigen Whisky, auch wenn es ein Highland Park ist. Wäre mir zu teuer. Na? Weil so schön, also ist die Verpackung für mich auch nicht, dass ich sage, die stelle ich mir hin und erfreue mich. Und nee, schade, dass der Whisky doch recht teuer ist, aber ich wollte euch trotzdem meine Eindrücke zu dieser Abfüllung mitteilen. Hab ja noch in diesem großzügigen Zempel noch ordentlich was da. Wird noch eine Weile Freude daran haben. Definitiv und schade, dass er so teuer ist und für mich zu teuer. Aber trotzdem toller Single Malt und vor allem ein hervorragender Highland Park aus dem Bourbon Fass. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Die es noch nicht getan haben, würde ich mich total über ein Abo freuen. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier für euch einen Whisky probiere. So, ich muss jetzt gleich wieder raus in den Regen. Da muss mein Haar auch so ein bisschen nass, weil ich vorhin noch Auto für meine Frau gestartet habe. Batterie war all und so. Ne? Ja, schaltet wieder ein. Euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.